Auf und davon. Auf und davon, Meerjungfrau Mann und Blauwaschgrube. Die sind übrigens cool, ja? Und wer was gegen die sagt, der kriegt was auf die Fresse. So. Müssen wir die Wand des Gegners einreißen? Die Wand der Unterdrückung muss niedergestemmt werden. So. Ja, das geht auch ganz schön schnell. Das merke ich auch schon alles. Und aus dem Holz, was wir da rausgekriegt haben, können wir jetzt eine andere Wand bauen. Der Kreislauf des Lebens, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und bla bla. Ich sag einfach irgendwelche random Zahlen und ihr tüftelt das euch da irgendeinen Zusammenhang raus. So, jetzt mal ein paar hiervon. Pum, 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 pum. Bum, bum. Jetzt kommt es dir wirklich so ein bisschen rüber wie so ein Ball, ne? So ein Loch noch da drinnen, wo die Bogenschützen rausschießen können. So. Und ich hüte mich jetzt davor, das Wort Schießen durch Spritzen zu ersetzen. Also so Artspritzen, ne? Weil die sind ja immer ganz gefährlich. Nicht gefährlich, aber angsteinflößend. Zumindest für die meisten Leute. Ich verstehe das gar nicht, was daran schlimm sein soll. Es hilft den Menschen ja. So, hier aus kommt die Fackel mehr weg. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem gut aussehenden. Scheiße, die Sonne geht unter. Ich mache hier alle Fackeln weg. Ja, sehr sinnvoll. Machen wir hier noch ein paar Fackeln nähen. Da noch. So. Da noch. Und die sammeln wir uns dann irgendwann wieder ein. In 10 Jahren. Na, da, da. Da. Ich sehe auch ja keine Monster spawnen. Ich gehe da jetzt besonders sicher. Ich will nicht nochmal sterben. So. Drüben noch ein Ding. Und wir können wieder nicht sprinten. Ach, ist doch herzallerliebst. So. Dirt-Ding. Ja, leider nur eins. Hup. Jetzt kommt es hier vorne rein in die Schnellleiste. In die schnelle Leiste, die spritzt auch mal sehr schnell. Nee. Ärzte, spritzen die eigentlich total schnell? Nicht witzig. So. Ich sehe schon, es geht schon wieder leicht ins Perverse rein, ne? Das ist ja gar nicht gut. Ich wollte mich immer auch nicht mehr. Ich wollte mich auch nicht mehr ganz so oft versprechen. Nein, ich wollte mich auch nicht mehr ganz oft über perverse Sachen lustig machen, weil das, ja, das kommt nicht ganz so seriös rüber. Aber seriös ist ja sowieso überbewertet. Pompös ist ja bewertet. Überbewertet. Andersrum. Ne, ihr, ich verstehe schon, was ich meine. So, ich würde hier gerne noch so, also es soll so ein Einraumhaus werden. Wo das so grob unterteilt ist, so mit, ich weiß nicht, Zäunen oder was auch immer. Auf jeden Fall will ich das. Ja, hier muss helles Holz sein. Immer noch diesen Streifenlook behalten. So. Okay, helles Holz habe ich gerade nicht. Dann klatsch dahin und klatsch dahin. Klatsch der Baumeister. Und Wolle haben wir nicht dabei. Ich bin ja heute wieder der Dichter hier. Ich bin Shakespeare. Shake den Bier. Ne, shake das Bier. Ne, ich hätte ich nicht kaputt machen müssen. Obwohl, ich spawne ja sowieso da oben auf dem Ofen drauf und deswegen ist das relativ schwachsinnig. Egal, die Nacht ist wenigstens rum. Ne, ich gehe jetzt nicht sofort los. Oder, ja, komm. Ein paar Sachen noch erst ins Inventar und dann die Kiste und dann muss ich wohl losgehen. Ach, ich habe ja noch ein helles Holz. Wupp. Wir müssen jetzt die Tür noch fertig machen. Okay, keine Monster in Sicht. Das ist praktisch. Okay, das hat nicht gereimt. Verdammt! Das Einzige, was ich sehe, sind hier die Pussycats. Pussy-Tintenfische. Hier, wir sind gleich nochmal. Octopussy, genau. Hallo, Skelett. Wir haben uns wohl noch nicht kennengelernt. Und sie haben wohl auch noch nicht meine Klinge kennengelernt. Hallo, das ist Mr. Klinge und das ist Mr. Tod. Und ich habe einen Bogen gekriegt, wie geil. Pau!
Und ich versuch's mal. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Oh! Ah, jetzt ist er da oben drin. Ah. Ich bin jetzt da rausbekommen. Ich bin fein zurück. So. Au! Das war so eigentlich nicht geplant. Ich dachte, der springt so als Objekt zurück. Verdammt. Okay, dann haben wir versagt. Im Hintergrund läuft die ganze Zeit so epische Musik und ich gehe da gar nicht drauf ein, ne? Wahrscheinlich, weil ich meine Kopfhörer vom Headset so leise eingestellt habe und das fast gar nicht höre. Ah, so ist deutlich besser. Wahaha. So. Okay, wir haben jetzt 11 helles Holz, das müsste reichen. Dafür kriegen wir 44 helle Holzplanken. Super. Tipptopp. Grandios. Grande. So, das sieht hier ein bisschen scheiße aus. Ein bisschen Terranformen muss sein. Und ich finde, so sieht das Haus gar nicht so schlecht aus. Also man darf sich da auch noch ein Dach drauf vorstellen. Ja, genau. Ja. Helles Holz. Hackt. Nee. Helles Holz hickst herum. Und zwar dumm. Denn es heißt Peter. So, ich überlege gerade. Du überlegst! Da! Ah! Okay. Moment, also hier geht's ja runter. Ah, wieder Rotze reinziehen, ne? Schön. Ich kiffe Rotze. Nee, ich überlege gerade, wenn ich da was Bestimmtes... Na, lass mich dich hinbauen. Also, wenn ich da was Bestimmtes hinbauen will, nach einem kurzen Brainlag ist mir das auch hier gerade... Ist der Satz endlich komplettiert worden? Nur das noch weg. Und Daumen hin reicht auch perfekt eigentlich. Ja. Ja, das ist eine kleine Überraschung, was ich da oben baue. Ich bin ja schon voll gespannt. Nicht. Noob. Ich geb dir gleich Noob. Gib's dir vor die Fresse, Junge. Dann guckst du nicht mal so doof. Alter, schon wieder Hunger, ey. Was gibt's denn hier? Wir haben Hunger in Extremform, oder was? So. 3. Verdammt, ich bräuchte noch ein helles Holz. Also so ein Baumstamm. Verdammt. Das ist natürlich unpraktisch. So. Ich weiß schon nicht, aber wir sollten mal unser Feld bewirtschaften. Mit Knochen. So. Weg. Ich mag euch alle nicht, geht mal alle weg. Ich verbanne euch in die Küste von Azkaban. Aber danach esse ich jetzt noch ein bisschen was. Ah, es schmeckte voluminös. Sehr delikat. Und diese Felder gilt es zu bewirtschaften. Nicht im Sinne der Marktwirtschaft, aber im Sinne der Feldwirtschaft. Das Schweigen der Lämmer. So. Hier ist noch ein Ding und dann reicht es auch für heute. 24 Stück, das ist gute Ernte. Dieses Jahr hatten wir eine gute Ernte. Jetzt können wir mästen uns selbst und so. Na gut, ich kann Bauern nicht gut nachmachen. Ach, ich habe ja noch Knochenmehl, ne? Egal, pack ich erstmal wieder weg. War ja schon eine gute Ernte ohne Knochenmehl. Ja, tut mir leid, wenn ihr ab und zu mal hört, so wie ich. Das liegt ein kleines bisschen an meiner Nase. Am liebsten würde ich mir sie aus dem Gesicht reißen, aber dann sehe ich ja so aus wie Michael Jackson.
Ich meine, ich würde es nie wagen, Michael Jackson zu beleidigen und so. Nein, das ist ja alles hier nicht ernst gemeint, was wir nicht sagen. Was wir hier sagen. Und was wir hier nicht sagen, das ist auch nicht ernst gemeint. Obwohl einige Sachen, ja, einige Sachen sind ernst gemeint. Wie zum Beispiel Fakten. Zum Beispiel, dass ich momentan 88 Videos hochgeladen habe schon. Was ich sehr awesome finde. Irgendwie. So. Pilz, Pilz, Pilze. Fußpilz. Das bauen wir uns gleich auch ab. Ein paar Bäume können wir noch fällen. Die haben damit ja kein Problem. Gründen ja keine Gewerkschaft und streiken dann gegen mich oder was weiß ich. Die streiken dann und gehen weg. So wie die Ents. So. Mit dem Holz, das wir versucht haben zu erlangen, erfolgreich, wohlgemerkt. Das war auch hier eine erfolgreiche Aktion. So. Na 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 na. So, weg damit. Ja, wir machen jetzt ein Flachdach hier. So sieht's aus. Nee, das mache ich nur so als Bauhilfe. Ich weiß, es ist eine relativ bombastische Bauhilfe, aber ich will die Etage auch nur 3 hoch machen, weil das sonst immer so aussieht, als ob man, ja, keine Ahnung, als ob man zu viel Geld hätte oder so. Wir sind ja total arm. Nee. Wir haben nicht mal eine Eisenrüstung. So. Brauchen wir Holz. Rommele, rommele, ich fick dich wie Holz. Ah, komm, der musste sein. So. Komm, einen können wir noch dazu tun, weil dann reicht es nämlich perfekt. Für noch ein Ding. 36 Stück. Ich denke, das reicht immer noch nicht. Aber es ist ein Anfang. So, oh. Ich werde jetzt fast runtergefallen. Lass ich platzieren. Ah, geht doch. Und die schlauen Minecraft unter euch haben auch schon erraten, was wir hier bauen wollen. Und zwar eine kleine Terrasse. Eine Terrasse, die auf das Meer zeigt. Schön, oder? Das ist voll scheiße. Schnauz. So. Dun, 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 dun. Ich finde den Musiktrack und ja, diesen Deep Sound ja da drinnen sehr geil, auch wenn der Sound gar nicht deep ist, aber naja. Ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Wirklich? Fragezeichen? Ah ne, das ist falsch. So. Da noch eins hin. Und da noch eins. Das kann man wieder wegmachen und dann da noch eins hinkloppen. Gut. Sieht ja schön aus, so weiß. Dann geht's hier noch so weiter. Mann, heute sind die Versprecher aber auch zahlreich. Sie kommen in einer großen Menge vor. Zahlreich. So, wir machen jetzt einfach daraus noch einfach mal ganz, ganz viel Stufen. Oder wie andere es ja auch nennen, Stüfchen. Oh. Herr Tutorial nämlich. Ja, ein Let's Play mit Herr Tutorial, das wäre auch schon mal bombastisch. Also in dem Sinne, dass bei ihm dann wahrscheinlich Bomben einschlagen würden oder so. So. Nee, ich wünsche dem Sammy ja alles Gute und so. So. Die Fahrt ist ja auch nicht so schlimm, er ist nur eben halt. Ja. Das Wort spreche ich mal lieber nicht zu Ende aus. Sonst werde ich gleich noch als Rassist abgestempelt oder was weiß ich. So.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ich mache hier gerade meine Mathematik-Abitur. Arbeitstour. Dann geht man auf Tour mit seiner Arbeit. Was ja irgendwie ja schon Sinn macht. Als Musiker zum Beispiel. Oder als Bremer Stadtmusikant. Da gibt's ja vielzählige Optionen. So, Moment, wir machen das mal einfach kurz. Hier die schnelle Variante. Pam, 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 pam. Wir sind wieder Detlef. Detlef, die Soße. Ich muss ja gerade gucken, wie viel Uhr wir es haben. Weil wir haben schon relativ spät. Das ist das Problem und dann kann ich jetzt nicht mehr allzu laut rumbrüllen. Mach's aber trotzdem. So. Gerade noch das Holz blenden, also craften. So. Hoch mit dir, mein Junge. Din, 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 din. Holz und Skelett rennt da rum und ist scheiße. Also, mit 2S. Ja gut, dann machen wir erstmal eine kleine Aufnahmestopp. Stopp. Ich habe vor ungefähr einer halben Stunde aufgenommen. Angefangen aufgenommen, aufzunehmen und so, ne? Die Versprecher werden ja auch immer viel zähliger und dann... In dem Sinne lohnt sich das ja auch, ne? Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Haut rein.